Hallo, euer Capo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Realms. Guildenboss Time. Es ist mal wieder soweit, ich mache seit Ewigkeit mal wieder ein Guildenboss Video. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass Guildenboss nicht so meine Stärke ist und ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe, ohne einen Legilord, den ich noch nicht habe, also noch nicht für einen Guildenboss habe, 50k zu schaffen. Das habe ich jetzt ein paar Mal geschafft und deshalb will ich mit euch ein Video darüber, oder wollte ich für euch ein Video darüber machen, wie ihr das mit so einem Team oder so einem ähnlichen Team vielleicht mit so einer ähnlichen Rotation auch schaffen könnt. Ne? Also vom Team her ist es dieses hier. Ne? Wer jetzt natürlich von Pyros die Lord-Variante hat, das heißt Twin Fiend, nutzt natürlich ihn. Es ist natürlich viel, viel besser hier mit seinen Skills, die er hat, also Lord-Fähigkeiten. Genau das gleiche bei Luneria. Wer da Aracha hat, nutzt Aracha, denn sie hat erstens 5% mehr auf die Grundattribute und für jedes eine Feld, das vom Ziel entfernt ist, erhöht sich deren Damage um 5% bis zu 50%. Damit habt ihr es wesentlich einfacher. Wer einen davon hat, schafft dann die 50k, denke ich, sicher. Wer jetzt halt genau das gleiche Team hat wie ich. Wer bei mir jetzt so die Game Changer sind, ist hier Zillitu, Silas und Hex. Die müssen wirklich extrem gut ausgestattet sein. Und Nocturne, läuft so ein bisschen hinterher. Wer zum Beispiel Setram hat, sollte Setram einsetzen. Ja, fangen wir einfach mal von vorne an, von der Ausrüstung her. Ich habe hier höllisches Gebrüßet, habe hier Albtraumfragment. Denn in Hex habe ich nämlich den Geistesentzug oder Geistentzug und Ausrüstung Arcana Set finde ich hier bei ihnen wirklich sehr, sehr gut. Über 300 Geschwindigkeit, Crit-Rate, Crit-Damage schön viel und ein bisschen Angriff noch mit rein und dann funktioniert der wirklich super. Bei Silas habe ich darauf geachtet, dass er auch viel Angriff, Crit-Damage hat und im höllischen Gebrüßet und auch Geistentzug hat. Dann bei Hollow ist es eigentlich nur wichtig, viel Angriff. Kräftigungsset ist hier wirklich super und begierige Weisheit. Volka, ähnliches Prinzip, einfach nur Kräftigungsset, denn hier war es einfach nur wichtig, dass sie halt die 10% Angriff jemandem gibt, was halt am Ende des Tages Zillitu ist. Pyrus hier, ähnliche Prinzip, bloß hier spiele ich Urhalter Zorn, weil er soll auch noch ein bisschen Schaden machen, weil er halt ja generell auch die ganze Zeit aufs Feld ist. Hier habe ich Träne der Dämmerung. Dolores, wer mich länger verfolgt, weiß, Kräftigungsset, viel Angriff rein. Artefakt habe ich jetzt mittlerweile Goldener Skarabäus, da ich ihn auf 25 habe, da passt das wirklich sehr gut. Zillitu auch, höllisches Gebrüll, viel Angriff rein, Crit Damage ein bisschen und dann funktioniert sie gut, über 300 Angriffsgeschwindigkeit. Artefakt habe ich den Jammerschädel. Nocturne noch, Arcan-Set, auch 100%, das Set ist gute hier, plus 8%, sodass ich 92 reicht aus, das passt wirklich super. Bei ihnen ist wichtig, ganz viel Angriff, mehr Angriff wie Crit Damage, das ist halt so das Entscheidendste und dann funktioniert der wirklich sehr, sehr gut. Artefakt habe ich hier auch Träne der Dämmerung und bei Laurel ist Artefakt und so völlig egal, nur wichtig, Kräftigungsset, denn sie soll halt die Wut regenerieren. Ja, wir machen jetzt einfach mal einen Test. Es wird jetzt vielleicht nicht hundertprozentig klappen, weil ich würde das Video auch nicht 10-mal aufnehmen oder mehrmals aufnehmen. Ich mache jetzt einen Test und der wird auf jeden Fall funktionieren, aber ob ich jetzt gleich die 50k erreiche, ist halt die Frage. Es können auch 48 oder 49 sein. Ich will euch damit nur zeigen, dass man halt mit dem Team es schaffen kann, wenn man halt ja am Ende des Tages eine richtig gute Ausrüstung hat, vielleicht sogar noch etwas besser dann wie ich. Und dann funktioniert das wirklich hier mit diesem Team wirklich sehr, sehr gut. Ja, wir stellen ja mal alles auf. Sie hierhin, ihn hierhin. Jetzt warte ich erstmal eine Weile, bis die Ultis relativ voll sind. Dafür setzen wir Hollow jetzt ein. Jetzt können wir die Ultis schon mal machen, die am längsten dauern. Und jetzt machen wir die anderen und Pyros. Machen Laurel noch mit. Und wir werden dann Laurel verkaufen, sobald Dolores fertig ist mit ihrer Ulti. Jetzt verkaufen wir Laurel.
So, jetzt warten wir einen kleinen Moment und setzen jetzt Pyrus ein. So, damit noch alle Ultis verfügbar sind und Pyrus noch von den ganzen Ultis halt profitiert. Hier können wir die gleich wieder einsetzen, da sie halt die Wut von Laurel noch haben. Das funktioniert wirklich sehr gut. Nocturne gleich mitnehmen. Denn Nocturns Ulti geht ja relativ lange. Indessen können wir wieder sie einsetzen. Wir setzen gleich Pyrus ein. Das ist nicht verkehrt. Auch wenn Silas noch nicht zur Verfügung ist, aber die anderen sind zur Verfügung. Und das reicht am Ende des Tages dann auch erstmal aus. So, Silas einsetzen, gleich sie wieder hierhin verkaufen. Ulti zünden. Solange Dolores aktiv ist, ist das wirklich gut. Und die müsste ich jetzt auch gleich wieder einsetzen können. Naja, nicht ganz. Okay, 78. Dann können wir sie jetzt wieder einsetzen und wir machen gleich Pyrus wieder dazu. Und jetzt können wir die anderen Ultis wieder einsetzen und alle Ultis laufen. Indessen kommt gleich Laurel wieder, was wirklich super ist, denn wir können sie gleich wieder einsetzen. Luneria meine ich, sorry, nicht Laurel. Das ist echt nicht einfach hier, man muss sich echt konzentrieren. Verkaufen, alle Ultis sind ready. Einsetzen und go, dass Pyrus wieder loslegen kann. Silas mit dazu. Wir sind jetzt schon bei 30k, das funktioniert gut. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Zehn Sekunden kommt sie wieder. Die Ulti können wir schon mal einsetzen. Volka wieder hin, verkaufen. Laurel, verkaufen. Alle Ultis einsetzen. Und Pyrus macht wieder sein Ding. Ja, so funktioniert die Rotation. Es ist an sich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, so kompliziert nicht. Wichtig ist halt nur, auf was man halt so ein bisschen achten sollte, dass halt der Pyrus immer von allen Ultis profitiert. Das heißt, dass ihr fast alle Ultis zur Verfügung habt, wenn Pyrus auch da ist. Ne? Und dann funktioniert das wirklich sehr gut. Ansonsten wird es halt nach am Ende des Tages vom Schaden her relativ schwierig. Also ihr könnt euch das Video in der Slow-Mo ja nochmal angucken. Einmal können wir Laurel noch einsetzen, das ist nochmal gut zu wissen, dass wir einmal Laurel nochmal einsetzen können. Wir setzen jetzt mal gleich Pyrus ein, dass wir ihn noch einmal zum Schluss zur Verfügung haben. Deswegen setzen wir ihn noch einmal ein. Wir warten jetzt noch ein bisschen, wir haben noch 40 Sekunden. Und jetzt können wir alle Ultis wieder einsetzen. Wir setzen Luneria mit hin. Und jetzt setzen wir nochmal Pyrus ein. Und dann seht ihr, sind wir schon Richtung 50k. 48, 49... die letzten Sekunden und wir haben über 50k geschafft. Ich breche das hier jetzt ab, weil wie gesagt, ich habe den Key jetzt nur nochmal gekauft, um euch das nochmal zu zeigen, dass man mit diesem Team relativ gut auf 50k kommt. Wir haben noch 2-3 Sekunden. Ich breche das jetzt ab. 50.000. Also das meiste, was ich mal geschafft habe, waren 51.800, wenn alles funktioniert. Und wir gucken uns mal an, wer am meisten Schaden gemacht hat. Wie gesagt, Silitu ist ganz, ganz oben. Das kann ich so schon mal sagen. Dann, das wechselt sich immer so ein bisschen ab, Hex und Silas, die sind so ein Niveau. Und wie gesagt, Nocturne hinkt so ein bisschen hinterher hier mit 74, manchmal hat er auch nur 70 oder so. Er hinkt ein bisschen hinterher und die anderen sind eigentlich nur, ja, so ein bisschen Schaden machen da. Viel mehr ist es halt am Ende des Tages nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und konnte euch zeigen, wie es halt wirklich funktionieren kann ohne einen Leggy Lord. Und ihr seht, es ist, wenn man das ein paar Mal jetzt geübt hat oder ein paar Mal gemacht hat, funktioniert das relativ gut. Im Automodus hat das nicht immer ganz so funktioniert, aber am Ende des Tages bin ich froh, ganz ehrlich, dass ich überhaupt schon mal in die Nähe hier gekommen bin, Richtung 50k, und dass ich das jetzt eigentlich bei jedem One machen kann, und wenn nicht, kann ich es auch manuell spielen. Ein Kampf, es ist ja nicht die Welt und dauert ja keine 20 Minuten hier, von daher finde ich das jetzt so verkehrt nicht.
ja, am Ende des Tages hoffe ich, dass ich euch wieder ein bisschen weiterhelfen konnte, dass ihr vielleicht auch etwa One Key oder sogar, oder wenigstens sagen wir mal, wenn ihr noch nicht so gute Ausrüstung habt, die zweite Truhe dann bei Albtraum 4 erreicht. Das ist halt wirklich, ja, oder wäre halt wirklich dann das Ziel, je nachdem, was ihr halt für eine Helden und für eine Ausrüstung habt. Ja, schaut doch mal gerne in der Videobeschreibung rein, da ist mein Partner Holy Energy verlinkt. Wer da Interesse hat, ein Gaming Booster oder Eistee oder Sportgetränk-Variante, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt mit meinen Rabattcodes. Und ansonsten wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.